Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV und unser ist gestorben. Hart gerade, ich bin fix und fertig mit den Nerven. 1:0 gegen den LASK tatsächlich noch gewinnen können. Zu Hause in der 16. Runde. Nach diesem 0:5 Debakel in Salzburg eine Wiedergutmachung. Mit sehr, sehr viel Glück muss man ehrlicherweise auch gestehen. Die Linzer waren auf jeden Fall nicht die schlechtere Mannschaft. Also man hätte sich nicht beklagen dürfen, wenn der LASK was aus Graz mitgenommen hätte. Aber am Ende hat es dann doch gereicht. Und unsere Blackies haben den Dreier eingefahren zum Spiel. Die erste Hälfte. Ich will jetzt nichts dramatisieren, aber ganz ehrlich, eine mittlere Katastrophe unserer Blackies. Der LASK einfach spritziger, einfach bissiger, einfach aggressiver. Im ersten Durchgang, ganz ehrlich, mit sehr, sehr vielen guten Tormöglichkeiten. Golginger beispielsweise hatte eine wirklich gute Chance, hat dann aus halbrechter Position verzogen. Dann hat Lykogiannis einen Ball auf der Linie, gerade noch, also vor der Linie, abgewehrt, als Siebenhalter bereits geschlagen war. Und die Krönung dann auch noch ein Elfmeter gegen unseren SK Sturm Graz. Siebenhandel im Duell gegen Michol und der Linzer verschießt. Siebenhandel pariert den Elfer und damit rettet der Sturm Graz den 0:0 Pausenstand zu Hause gegen den Aufsteiger aus Linz. In der zweiten Hälfte, unsere Blackies durchaus kontrollierter, wie ich finde, aber ohne wirklich Konkretes hervorzubringen. Zur Pause wurde Zulechner beispielsweise eingewechselt, hat aber nicht wirklich konkrete Sachen produzieren können und es wurde nicht besser. Also was die Offensive unserer Jungs anbelangt. Am Ende hat man auch gemerkt, natürlich, vielleicht war ein bisschen die Luft schon draußen und als wirklich schon die meisten mit einem 0:0 gerechnet haben, dann der Lucky Punch unserer Blackies. Hierländer versucht abzuziehen, das Ganze wird eine Art Kerze. Der Ball landet auf jeden Fall vor dem goldenen Bein von Lykogiannis und der zimmert das Ganze ins Eck zum 1:0 Siegestreffer in der Nachspielzeit. Damit unsere Blackies weiterhin voll dabei im Kampf um die Tabellenspitze. Und ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Euer Elias. Auf die Schwarzen. Auf die Schwarzen. Und bis dann. Ciao, ciao.